Ganz liebes und herzliches Hallo bei Altes Wissen für eine neue Zeit. Ich bin die Heidi Brunner und ich werde jetzt heute etwas über den Adventkranz erzählen, euch auch ein klein wenig zeigen, wie man einen Adventkranz bindet und euch auch erzählen, was ich in meinen Adventkranz so hineinbinde. Für mich ist ganz wichtig, dass der Ursprung des Adventkranzes in der vorchristlichen Zeit liegt. Das gesamte Binden von Kränzen oder Kräuterbuschen, das gehört ja einst immer zu den Jahreskreisen, die unseren keltischen Ahnen heilig waren. Und jetzt bereiten wir uns ja auf die Wintersonnenwende vor. Die Wintersonnenwende, auf die längste Nacht des Jahres und auf den kürzesten Tag, auf den heiligen Moment im Jahreskreis, wo das Licht aus der tiefsten Dunkelheit heraus neu geboren wird. Und die tiefste Dunkelheit ist dabei die weibliche Kraft, die gebärende Kraft. Modranit ist die Wintersonnenwende einst genannt worden, die Nacht der Mütter, die Nacht der Gebärenden. Geboren wurde das kleine Lichtkind, das kleine Sonnenkind. Der männliche Gott wurde aus dem Bauch der Mutter Erde herausgeboren. Und für diesen Wendepunkt, den unsere Ahnen vor 5, 6, 7.000 Jahren bereits in ihren Ritualen zelebriert haben, vor diesem Wendepunkt geht es natürlich auch darum, sich auf diesen ganz besonderen Wendepunkt vorzubereiten. Denn die Wiedergeburt des Lichtes oder die Geburt des Lichtes, wo ja die Geburt genauso gefeiert worden ist wie das Kind des Lichtes, das ist energetisch ein wahrlich wichtiger Wendepunkt. Er beendet das vergangene Jahr und lässt die Schwelle ins neue Jahr hinein übertreten. Und so hat man sich die letzten Wochen vor der Wintersonnenwende Zeit genommen für Rückzug und Einkehr. Im Spiegel der Natur, die sich zu dieser Jahreszeit ebenfalls zurückgezogen hat, ist man in die Häuser eingekehrt. Man konnte ja auch gar nicht viel anders beim Winter früher und hat im Haus drinnen die Ruhe zelebriert, die Einkehr, die Stille und hat auf seine Seele gehört und auch auf die Botschaften aus den anderen Welten, die herbeigekommen sind. Und die wichtigste Begleitung in diesen Zeiten für unsere Ahnen waren die immergrünen Gehölze. Sie wurden verehrt. Sie haben selbst in dieser dunklen und kalten und leblosen Jahreszeit immer noch die Kräfte des Lebens in sich getragen. Und diese immergrünen Gehölze, wie die Tannenzweige, die Eibenzweige, die Thujenzweige und so weiter, wurden dann auch in Kränze hineingewunden und gebunden. Und diese Kränze standen letztendlich auch für den ganz besonderen Jahreswechsel, für das Abschließen des Alten und für das Beginnen des Neuen. Und so banden und wandten unsere Ahnen vor der Wintersonnenwende seit jeher heilige Kränze. Heute sagen wir Adventkranz dazu. Früher waren sie vielleicht die Jahreszeitenkränze, die Elementekränze oder eben die Kränze, die die Kraft der immergrünen Gehölze beinhalteten und so auch herein ins Haus brachten, wo sich der Schutz der immergrünen Gehölze, die Lebenskraft, der Mut, die Widerstandsfähigkeit, das Licht der immergrünen Gehölze wunderbar entfalten konnte. Und welche Kraft die einzelnen Pflanzen beinhalten, möchte ich euch jetzt ganz gerne erzählen. Mit hineingebunden in den Heiligen Kranz wurde auf jeden Fall die Tanne, die wunderbare Tanne. Sie ist das Gehölz des Sonnengottes. Unter ihr wurden die Götter geboren, unter ihr wurden die Schamanen geboren. Sie trägt die Kraft des Großvaters in sich, die heilige männliche Kraft des Waldes. Und sie stand immer für die Geburt des Sonnengottes. Und sie trägt diese gesamte Schutzkraft des Männlichen und die gesamte Strahlkraft des Göttlich-Männlichen in sich. Aus diesem Grund gehören die Tannenzweige natürlich mit hinein. Die habe ich mir vom Biobauern geholt, weil die Tanne steht unter Naturschutz und sie ist bereits so selten geworden, dass wir sie nicht unbedingt sammeln sollten. Jetzt habe ich keine Fichtenzweige hier. Die Fichte würde aber auch mit hineingehören. Sie ist im Vergleich zur Tanne die weibliche Kraft des Waldes, die Großmutter des Waldes. Sie ist die Sanftmütige, die Liebevolle, die
die Weise und auch diejenige, die diesen Schutz über die gesamte Weiblichkeit drüber legt, den wir dann ebenfalls im ganzen Advent über spüren dürfen. Denn einst wurde das Weibliche verehrt. Es war die gebärende Kraft, die Kraft, die zur Wintersonnenwende das Lichtkind gebiert. Und diese Kraft war den Menschen heilig, so wie ihnen einst auch die Göttin heilig war. Die Fichte gehört aus diesem Grund auch unbedingt mit hinein. Ich versuche dann auch immer, die Gehölze und Gewächse aus dem eigenen Garten mit einzubinden, die ich gut und gern schneiden kann. Bei mir kommt dann auch die Eibe mit hinein. Auch sie ist ein verehrtes Wintergehölz seit jeher gewesen. Sie ist der Baum, der mit den Ahnen verbindet. Sie trägt die Dunkelheit gleichermaßen wie das Licht in sich. Und jetzt geht es ja darum, zu Weihnachten 2020 geht es darum, dass wir nicht mehr nur das Jesukind verehren oder nicht mehr nur die Göttin verehren, die das Jesukind gebiert. Jetzt geht es immer mehr darum, das Männliche gleichermaßen wie das Weibliche zu ehren. Und die Eibe trägt dieses Einssein von männlicher und weiblicher Kraft, von Göttin und Gott, von Licht und Dunkelheit, die niemals voneinander getrennt waren und niemals so verstanden wurden, dass das eine gut und das andere schlecht ist. Die Eibe trägt diese beiden Kräfte immer in sich und schenkt uns auf allen Ebenen die Kraft der Vereinigung. Sie ist ein klein wenig giftig, darum passe ich auf, aber bei mir gehört sie mit hinein. Dann schneide ich ganz gerne auch noch die Thujen ein wenig. Die Thuje, der Segensbaum, auch ein Baum der Toten. Es kommen ja auch nach Weihnachten die Rauhnächte, da gehen dann die Tore und die Schwellen zu den anderen Welten ganz weit auf. Dann träumen wir das neue Jahr herbei und wir visionieren und wollen hellsichtig wahrnehmen. Da kommen dann auch mal unsere Ahnen an unsere Seite und versorgen uns mit wichtigen und wertvollen Botschaften. Mit Hilfe der Thuje können wir unsere Ahnen herbeirufen. Sie kommen uns dann besuchen und flüstern uns zu, wie wir denn in das neue Jahr hineinwechseln sollen. Genau. Und im Wald hole ich mir dann besonders gerne so einige schöne Beigaben für meinen Adventkranz. Auch der Efeu steht natürlich für das immerwährende Leben, für das Überwinden des Todes, für die ewige Liebe. Auch er darf in meinen Adventkranz mit hinein. Wie auch noch ein paar so kleine Guzis, die den Adventkranz dann einfach schön machen. Und jetzt fangen wir aber auch an zum Binden, damit ihr das auch noch ein bisschen seht. Fürs Adventkranzbinden brauchen wir einen Kranz. Ich war heute ein bisschen faul oder heuer ein bisschen faul. Ich habe mir wieder einen Strohkranz gekauft, beziehungsweise den habe ich noch zu Hause. Den zweiten Kranz, den ich heuer binden darf, den binde ich für meine Tochter. Für den muss ich mir dann einen eigenen Kranz basteln. Da muss ich dann aus biegsamen Ästen, aus Haselnüssen, Birken oder Weiden ein Grundgerüst machen. Und ich brauche einen Draht. Mit dem Draht wird letztendlich gebunden. Wichtig ist dann auch, dass man die Zweigerl, die man verwendet, sich auch schon ein wenig herschneidet. So kleine Stückerl von 10 bis 15 cm. Den Buchsbaum habe ich übrigens auch noch immer mit drinnen. Genau, und eben die Thujen und so weiter und so weiter. Und dann beginnt man letztendlich damit, dass man immer so ein paar Bündel Zweigerl zusammenlegt. Ein wenig Thuje, ein wenig Tanne, ein wenig Eibe zum Beispiel, und dann legt man das auf den Kranz herauf und beginnt mit dem Draht das Ganze zu umwinden. Genau. Es geht mit dem Draht tatsächlich am leichtesten. Man könnte natürlich auch ein Hanfseil oder sowas nehmen, aber die meisten, die Adventkranz binden, machen es wirklich mit dem Draht. Genau, da bindet man da den Draht zweimal herum. Zum Beispiel. Und dann richtet man sich schon das nächste kleine Bündelchen her aus Thuje, aus Tanne und vielleicht aus einem kleinen Buchsbaum. Und man legt es dann, das ist jetzt zu viel geworden, man legt es dann da einfach so dran und windet noch einmal herum. Und schaut, dass man alles ein wenig versteckt. Das heißt, das nächste Bündelchen, was ich jetzt dranlegen würde, das müsste dann auch da ein wenig hereinreichen, dass auch der innere Teil des Adventkranzes gebunden wird. Und auch da heißt es dann wieder einmal mit dem Draht herum.
Ja, und so macht man das jetzt eigentlich die ganze Runde über. Und ich werde das jetzt einfach einmal weitermachen. Und wenn der Adventkranz fertig ist, dann zeige ich euch das Ganze noch einmal. Mein Kranz ist mittlerweile fertig gebunden. Das ist ein sehr großer Kranz geworden, denn ich liebe große Kränze. Grüß Gott und hallo. Und ja, meine Kränze werden auch immer sehr, sehr buschig. Ich würde euch ja tatsächlich raten, wenn ihr Adventkranz binden möchtet, dass ihr euch irgendwo auf einem anderen YouTube-Kanal sucht, wie das genau geht. Denn ich bin ja nicht die große künstlerisch talentierte Jahreskreisfrau. Aber ich bringe es trotzdem mal wieder hin und immer sage, ich liebe meine Kränze und ich finde sie ja wirklich wunderschön. Und der ist heuer wirklich ganz besonders schön geworden. Jetzt werde ich noch so diese Gaben der Natur, die Hagebutten und so weiter, werde nur am Kranz anbringen. Wenn einmal diese Naturgaben drauf sind, dann werde ich euch wieder zeigen. Und dann kommt natürlich die Fertigstellung mit den Kerzen. Mittlerweile ist der Kranz fertig gebunden. Es ist ein großer, wilder, buschiger Waldkranz geworden mit ganz vielen Gaben aus dem Wald. Lustigerweise schaut die Mitte diesmal aus wie ein Herz. Das habe ich aber so nicht geplant. Das ist einfach das Ergebnis davon. Und so schaut es dann bei mir aus. Das ist wirklich mit Hagebutten. Eva ist noch dazugekommen. Ein paar kleine Zapferl aus dem Wald. Lauter Gaben aus dem Wald schmücken den Kranz. Und mir gefällt es halt sehr gut, weil das ein sehr, sehr natürlicher Kranz ist. Und jetzt kommen nur die Kerzen drauf und dann ist unser Adventkranz fertig. Jetzt ist der Adventkranz fertig. Er hat noch 4 grüne Kerzen bekommen und auch noch einige Zwerge und Waldwichtel durften mit hinein. So, wir sind die Weihnachtswichtel, die Helene, das ist meine jüngste Tochter, die hat nämlich jetzt noch unseren Herbert mit in den Adventkranz reingenommen. Ja, und wir werden jetzt natürlich auch die Weihnachtszeit genießen, immer wieder sehr bewusst abends eine Kerze entzünden, in die Stille gehen, Geschichten erzählen, Weihnachtslieder singen. Kekse essen und viel Freude haben, wenn es jetzt stiller wird und wenn wir in dieser adventlichen Zeit viel schöne Momente mit der Familie verbringen können, viel Momente in der Stille, in dem Rückzug und in der Vorfreude auf die Wintersonnenwende. So, und jetzt wünsche ich noch alles, alles Liebe. Magst du auch noch was sagen? Ja. Nein, Helene sagt nichts mehr. Pfiat euch!